So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play WWE 2K15 Universe. Das allerletzte Money in the Bank Qualifikationsmatch steht an, und zwar bei NXT an meiner Seite der gute Max mal wieder. Hallo. Für die Leute, die mich nicht kennen. Hast du was gesagt? Du warst kurz weg und hast du gesagt, für die Leute, die mich nicht kennen. Mehr habe ich nicht gehört von dir. Ja, okay. Ja, für die Leute, die mich nicht kennen, ich war ja schon ein bisschen öfter da. Skype spackt so ein bisschen rum, immer mal. Passiert. Ja. Ein wunderschönes Match steht heute an, was wir uns gemeinsam angucken werden. Und zwar, wie gesagt, das letzte Money in the Bank Qualifikationsmatch. Denn heute ist noch ein NXT-Match. Dann kommt morgen nochmal ein SmackDown-Match. Und morgen das letzte Universe-Folge vor der Pause. Das große und heiß erwartete Money in the Bank-Match. Oh. Da sind wir ja gespannt, ne, Max? Definitiv. Und das letzte Match, was wir uns in der Qualifikationsserie angucken werden, ist Kalisto gegen Kevin Owens. Ich würde einfach mal sagen, los geht's. Und danach können wir auch nochmal die Tipps machen von den ganzen anderen Matches. Habe ich jetzt gerade vergessen. Max, wen siehst du hier im Vorteil? Kevin Owens wird, denke ich, aufgrund seiner Kraft und seiner Aggressivität, denke ich, einen sehr großen Vorteil haben, obwohl Kalisto mit seiner Schnelligkeit wahrscheinlich auch noch einiges ausgleichen kann. Aber ich denke, dass Kevin Owens am Ende siegreich aus diesem Match gehen wird. Kevin Owens hätte natürlich mit einem Sieg und dann mit einem Sieg dann auch im Money in the Bank Ladder Match eine weitere Chance, einen Titel zu ergattern, was er ja zuvor nicht schaffen konnte gegenüber Sami Zayn, der dann letztendlich seinen Titel an Adrian Neville abgeben musste. Da war ja was mit einem Tables Match und so. Mhm. Ja. Aber auf der anderen Seite, was heißt auf der anderen Seite dazu, hat Kevin Owens in seinen Indie-Zeiten so einige sehr schöne Ladder-Matches bestritten. Man erinnert sich da an die Final Battle und Ladder Wars mit El Generico. Mhm. Ja, das war, ja, er zeigt, dass er definitiv Ladder-Matches beherrscht und sehr gut darin ist. Und er wird sicherlich einen Vorteil haben gegen den anderen Leuten im Money in the Bank Ladder-Match. Und ich kann nochmal die Leute aufziehen, die sich bis jetzt qualifiziert haben für das Money in the Bank Match. Das sind zum einen Ty Dillinger, Simon Gotch, dann das Match, was wir gerade sehen, dann Xavier Woods, Jimmy Uso und Roman Reigns. Haut hin. Das wird ein schönes Aufeinandertreffen, sollte Kevin Owens gewinnen. Mhm. Denke ich, werden er und Roman Reigns, denke ich, große Vorteile haben. Alleine wegen der Masse und so, oder wie meinst du? Unter anderem auch, aber auch durchaus aufgrund der Aggressivität, ja. Mit denen sie dann das Leather-Match bestreiten, wodurch sie dann wahrscheinlich mehr Schaden an ihren Gegnern machen können, bevor diese wirklich ihre Schnelligkeit oder ihr Tempo, also ja, ihre Schnelligkeit und ihre High-Flying-Aktion beispielsweise, die das ausgleichen könnten. Wobei man dann schon sagen muss, dass so die Leather-Matches ja schon darauf prädestiniert sind, dass Leute sie nutzen, um Highflying-Aktionen auszuführen. Hätten wir zum Beispiel Jimmy Uso als Highflyer dabei, von dem erwarte ich mir schon so ein und die eine oder andere schöne Aktion, die dann auch mal ein bisschen mehr Impact haben kann, wenn man von ein bisschen höheren Gegenständen springt. Mhm. Wenn sie trifft. Wenn das sie ist die andere. Sie kann natürlich auch viel Schaden verursachen. Das heißt ja High Risk. Genau. Und wir gehen damit leider auch viel ein. Sehr schöner Konter hier von Kalisto. Der mal wieder mit einem Elbow Drop plant. Den haben wir schon ziemlich oft hier gesehen. Hier mit dem blauen Teil am Start. Und der dritte Elbow, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe. Ich denke auch, eine sehr schöne Combo. Vom ehemaligen. War hier NXT Champion? Ich bin nicht ganz sicher. NXT Tag Team Champion? Ich bin nicht ganz sicher. Wüsste ich jetzt auch nachschauen, wüsste ich jetzt auch nicht auswendig. Wir sehen hier einen Pump. Nein, kein Pump-Pendel, einen Fisherman-Suplex. Fisherman-Suplex, ja. Ich dachte erst, es kommt der Fisherman-Neckbreaker oder sowas, oder Pump-Pendel-Neckbreaker, irgendwie sowas in der Art. Aber das kann ja auch noch gleich folgen. Wenn man auch sagen muss, sollte Kalisto einen Upset-Sieg, man könnte es schon so bezeichnen, gegen Kevin Owens einfahren, dass er dann vielleicht auch mit einer mit einer höheren Motivation in das Money in the Bank Ladder Match reingeht. Das könnte vielleicht dann auch ein Vorteil sein. Das kann eventuell gleich der Fall sein. Regal Plex hier von Kalisto direkt ins Cover. Joint Corner Position bis 2. Das ist 3. Was ist das? Nein, das war es noch nicht. Da, oh, ganz Kevin Owens, knapp. Der sich nicht aufgebracht, dadurch, dass es hier fast vorbei war. Oh, da habe ich echt die Hand vom Referee schon unten gesehen. Ja, also es war wirklich sehr knapp. Und jetzt,
Comeback geht nicht durch. Drop Toe Hold. Ja, sehr schön gemacht hier in den Front Face. Wie kalliest du ihn einfach mal? Weiß ich nicht, denn der hat ihn echt gut unter Kontrolle, hätte ich nicht gedacht. Und Leute, guckt euch das mal an. Das sieht hier nach einer High-Risk-Aktion aus, von denen wir gesprochen haben. Oh! Eine sehr schöne Aktion. Ein wunderschöner Twisting Plancher. Wer mich nicht alles täuscht, kann auch seine Quatsch erzählen. Aber Kevin Owens lässt sich damit. Gekontert. Genau, Kevin Owens lässt sich nicht aus dem Konzept bringen und uns kontert einfach mal eine Aktion. Suplex auf den Ringboden, der tut weh. Und das Knie noch ins Gesicht. Oder auf den Kopf zumindest. Und nochmal. Oh Mann, Kevin Owens. Ey, den haben wir schon so oft viele Dinge einstecken sehen. Aber er kommt da auch mal an mit einer Pop-Up-Powerbomb oder so. Und dann hat er jeden Gegner einfach mal zu Boden. Oder no, out of nowhere den Piledriver, den Package-Piledriver. Und dann ist das Match meistens auch schon vorbei. Und das nächste Knie. Gucken wir mal, was Kalisto noch so in der Hinterhand hat. Ich kann mir vorstellen, dass er noch ein paar schöne Aktionen im Hinterkopf hin behält, die er gegen Kevin Owens ausführen möchte. Aber erstmal das Cover hier. Das Cover, eins. Das zwei. Zwei. Wieder knapp. Nein, auch wieder ganz knapp. Man merkt schon, wie Kevin Owens Probleme hat gegen diesen doch schmäleren Typen. Victory Roll! Victory Roll! Zwei. Zwei. Oh. Nein. Es ist ein erstaunlich ausgeglichenes Match. Ne, ich würde eher sagen sogar, dass Kalisto das dominiert. Oder Kalisto das sogar leichte Vorteile hat. Ja. Side-Rush Leg Sweep. Schön ausgeführt. Wie, die Elbow-Drop. Der Elbow-Drop, ich wollte schon sagen, die Elbow-Drop-Kombo, aber soweit kam es dann letztendlich doch nicht. Reversal gefaked. Kevin Owens einen Ticken schneller gedacht, bekommt aber gleichzeitig einen Scoop-Slam. Scoop-Slam! Hat Kevin Owens da etwa Kalisto unterschätzt? Da sind wir bei zwei und das ist nur Nein, sehr, 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 sehr knapp nach dem Scoop-Slam hier. Muss ich auch mal reinziehen. Und der Elbow in den Rücken. Muss ich erstmal reinziehen, wie viel Kalisto an Kraft aufwendet, nur um Kevin Owens hochzubekommen, ne? Das ist eine Sinn, dass er ihn überhaupt hochbekommt. Ist schon... Gibt's einen Hack. DDT oder Blutediamant. Und das hat man schon des Öfteren gesehen. Owens mit High-Flying-Aktion, auch wenn das nicht typisch für einen Mann seiner Statur ist. Er zeigt ein wunderschönes Swartenbomb direkt ins Cover. Ist das der Sieg? Eins, die zwei, zwei und... Nein! Leute. Ist das ein spannendes Match hier bei NXT? Oh, und ich glaube, das soll der Piledriver kommen. Oder die Powerbomb. Nein, der Piledriver. Tatsächlich. Package Piledriver geht durch. Piledriver. Ich denke, das war's. Oh, das war ein Rope Break. Nein! Rope Break. Das war ein Rope Break. Da hat Owens nicht. Da hat Kalisto sehr viel Glück gehabt. Und ich wollte schon sagen, die 1-2 Aktion. Das ist die 1-2 Aktion, die wir erwarten. Jetzt sehen wir erneut im Regalplex. Das muss jetzt sein. Das ist das Ende. Das sage ich dir, Max. Kalisto qualifiziert sich für das Money in the Bank Match. 1, 2, 3. Tatsache! Kalisto mit einem Upset-Sieg. Gegen Kevin Owens. Unglaublich. Und ich glaube, hätte sich Kalisto sich nicht ins Rope Break retten können, gerade nach dem Package Piledriver, wäre der weg gewesen. Wäre das Match vorbei gewesen. Aber sowas von. Oh Mann, ey Max, was sagst du zum Match? Das war eine sehr schöne Auseinandersetzung. Mit Kalisto hätten wahrscheinlich nicht so viele gerechnet. Ich denke, Kevin Owens war am Anfang der Favorit. Aber dass es so gekommen ist, da hat der Highflyer doch noch einiges rausreißen können mit seiner Schnelligkeit. Und fürs Money the Bank Match, ich würde immer noch davon ausgehen, dass aufgrund der Gegner, auch durch die, obwohl viele High Flyer dabei sind, dass Roman Reigns einen sehr großen Vorteil hat. Aufgrund der Kraft, aufgrund der Aggressivität, die er reinsetzen kann. Das wird eine sehr spannende Auseinandersetzung. Bei und Money in the Bank. Das finale Teilnehmerfeld steht somit also für das Money in the Bank Match übermorgen fest. Es heißt Ty Dillinger gegen Simon Gotch, gegen Kalisto, gegen Xavier Woods, gegen Jimmy Uso und gegen Roman Reigns. Schreibt doch mal in die Kommentare, wer euer Favorit ist. Und wir melden uns morgen wieder bei einer weiteren Ausgabe vom 2K15 Universe und dann mit SmackDown. Max, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Abschließende Worte, ja, ich danke, dass ich noch einmal hier im Universe Mode dabei sein war und möchte dir, Franz, eine schöne Pause wünschen. Ach, danke.
Ich hoffe, dass das Abitur da dein gewünschtes Ende finden wird. Und die Tipps für die letzten Matches wollen wir dir noch jetzt noch machen? Genau, gut, dass du mich nochmal dran erinnerst. War Du also musst. Baron Corbin gegen Victor. Ich sag Baron Corbin. Dann sage ich Victor. Und ich, Baron Corbin hat gewonnen. Adam Rose, Ja, Connor. Ich sag Connor. Connor. Okay, beide gleich. Aber Adam Rose gewinnt überraschend. Dillinger und Jordan gegen Aiden English, Simon Gotch. Ich sag, die Worte Willens gewinnen. Ich bin mal für Ty Dillinger. Ah, schade. Also, Ja. CJ Parker, Wesley Blake, sage ich CJ Parker, The Wesley Moonchild. Blake. Und The Moonchild gewinnt. Colin Cassidy, Enzo Amore, warum auch immer die Okay. beiden. Enzo Amore. Ja, Big Cass. Ah, hast du recht. Gut, war ziemlich ausgeglichen, auch die Tipps. Morgen dann also mit SmackDown am Start. Kevin Owens hat Enzo Amore vor dem Match angegriffen. Okay, das dann noch zwischendurch passiert. Vielleicht bei NXT auch noch hier irgendwas mit CJ Parker gegen Wesley Blake oder ist alles nur keine Neuigkeiten. Doch, die Spannungen nehmen zu, während die Rivalität der Feinde Wesley Blake und CJ Parker weitergeht. Interessant, interessant. Leute, wie gesagt, morgen geht's weiter. Letzte SmackDown-Ausgabe vor Money in the Bank. Bis dann. Euer Franz sagt, bis zum nächsten Mal, euer Reinhard. Tschüss! Tschüss!